Jo, liebe Leute, weiter geht's heute im DFB-Pokal, genau. Wir treffen heute auf den FC Schalke 04 und wollen natürlich in die nächste Runde, auch wenn es mein Lieblingsverein ist. Und danach geht's nach München. Ich habe ein Transferangebot von Morgala für Coventry City. So, ich kann mal gucken, ob die Effekte... Boah, der Wochengehalt von 350.000 gerade mal. Wenn ich ehrlich bin, könnte ich das an der Wochengehalt gerade mal auch nicht annehmen. Kann man hochgehen? Nee. Tja, Pech gehabt für euch. Nee. Der hat gerade einen Wochengehalt, ne? Ich kann mal gucken, ob ich den verlängert kriege, den Vertrag. Auf langfristig. Team Zentrale war das. Weil Morgala braucht auf jeden Fall mal ein bisschen Kohle. Das kann nicht sein, dass der nur so ein bisschen hat. Verlängerung delegieren. Verhandeln. Ich will keine Freigabesumme drin haben. Ja, aber du kriegst ein bisschen mehr Gehalt. Ja, okay. Freigabesumme gehen wir mal raus. Und akzeptieren. So, ist jetzt verlängert. Ich weiß gar nicht, wie lange der über Vertrag hätte. 4,5 Jahre noch, also 5 Jahre verlängert. Also ich habe, glaube ich, jetzt keinen absolut wichtigen auslaufenden Vertrag. Kurta, gut, der geht eh nach der Saison. So. Gut, ich gucke mal, wie mein Team Management. Angulo wird definitiv bleiben, eine Weile. Der wird definitiv erstmal Stammspieler werden, bleiben, weil das ist eine Verpflichtung, die gut ist. Und dann gucken wir mal, gehen wir zum Pokal weitergeht. Beziehungsweise auch beim Pokal weiterkommen. Darum ist es richtig. Letztes Spiel, diese souveräne 6:1 gegen Kiel. So, okay, gehen wir rein in die Pressekonferenz erstmal. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. So, jetzt wird definitiv ein schweres Spiel werden, das ist klar. Habe ich eine gute Moral, eine sehr gute Moral. Wir sind momentan drin, ein bisschen wieder. Das Team ist natürlich, Konzentration ist halt da alles. So, mal gucken, wie noch so alles geht. Wir wollen es gucken. Vor allem, wie gesagt, wir werden ein bisschen mehr auf Erfahrung gehen für die neue Saison. Deswegen habe ich, wie gesagt, 3 Spieler verpflichtet schon mal, die mit 30 plus dabei sind, um halt
den Kader nach und nach für die Bundesliga fit zu machen. Es geht daran nur um den Klassenerhalt und nicht um was anderes. Und jetzt geht's heute gegen Schalke. So, gucken wir mal rein. Ich werde heute mit Kota spielen mal am Tor. Einfach mal. Was ist denn der da? Das hat nichts jetzt mit uns gegen irgendwen zu tun, sondern das ist einfach mal ein Pokalspiel. Und da möchte ich gerne das versuchen. Harit spielt, okay. Was haben wir denn da so ein bisschen? Okay, auf geht's. So. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. So, auf geht's ins Match. Ist auch schon Viertelfinale, ne? Wir müssen jetzt Richtung Halbfinale schon einfach gehen. Wir spielen sogar lange ein Heimspiel. Das kann schon mal wieder ein Vorteil sein. Ich begrüße Sie aus einem verschneiten Ja, Stadion. Ist Viertelfinale. Will. Wir wollen das Halbfinale. Zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal. Drei Siege und wir haben das Ding. Aber ich glaube, Bayern, Dortmund, Leipzig sind alle noch irgendwo drin. Tage des Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi, sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber die Bayern ist raus. Die haben wir jetzt noch rausgekickt. Im Halbfinale, jetzt spielen die Schalke. Aber ich habe jetzt nicht gerade nicht geguckt, ob Dortmund noch getrennt ist oder Leipzig. Okay, ist egal. Wir machen versuchen unsere Aufgabe zu machen. Und wenn wir weiterkommen, wäre es toll. Wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Wie gesagt, Schalke hat auswärts die Bayern geschlagen mit 3:2 und wir werden also gewarnt sein. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessant. Viel werde ich nicht ändern. Ich habe halt nur meinen Keeper mal getauscht. Da brauchst du gute Leute, das hat nichts gegen Horn, sondern einfach mal Erfahrung reinzubringen. So, wenn der Pik das heute gelb sieht, dann ist es tatsächlich. Und los geht's. Sogar deine Sperre im Halbfinale. Aber dann ist es einfach so. Da haben wir genug Möglichkeiten. Kleefisch. Eckloff. Den Zweikampf macht er sehr gut. Dani de Witz. Ja! Lass schon. Schönes Ding. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Schade. Hovajan. David. Larsson. Warum hat der die 18? Kalbach. Sie Gut können genug. Den Ball abfangen. So, probieren wir es jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wie gesagt, das wird aber von außen. Das ist, tut mir weh, gerade meine eigene Liebe weh zu tun. Aber vielleicht müssen wir es auch ja schon in der nächsten Saison. Und guck da. Der Mexikaner, 36 Jahre alt. Sie üben schon früh Druck aus. Und jetzt haben sie den Ball. Und guter Ball oder guter Verlust. Guter Versuch davon. So, boah, der war jetzt gerade den Ball verliert. Jetzt haben wir Eckloff nochmal. Versuchen Sie mal Eckloff. Eckloff. Er sucht die entscheidende Lücke. Und jetzt vielleicht doch noch. Und die dreht es. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Jetzt kommt Ecke. Die Ecke. Halbherzig geklärt, Ball Kirsch. Weiter gefährlich. Ja, sie können erst mal klären. Sané. So, Angulo sagt jetzt, Schiri sagt jetzt Angulo an, passt ein bisschen auf. Castello. Dani de Witz. Gut durchgesetzt. Nicht drin. Guter Ball. Er
taucht runter, macht sich lang und dann ist er dran. Da hat er sich einen Sonderlob verdient. Der Ball kommt rein. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Gut gemacht jetzt. Nächster Angriff. Welle läuft über Peters. Der jetzt mal eine... Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ja. Und gibt's jetzt die Führung. Oh, die gute Chance und Reves. Verhindert. Ecke. Jonas Sterner. Nein. Nichts Gefährliches. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. So, ja. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Toller Zweikampf. Harit gegen Novoa. Den hat er. Dani De Witt. Vorteil, Schalke 04 bleibt am Ball. Da kann gutes Ding. Heckloff. Novoa. Auf Tempo. Kann er nicht. Schafft er nicht. Es steht 0-0. Beide sehr, sehr ausgeglichen. Vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Ja. Morgalla und er verliert den Ball. Nason. Oh, ist weg. Kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. So, es gibt jetzt wohl nur Gelb. Piri. Morgalla. Der ist uns nicht von der gelben Karte. Das ist nur Peters, der ist Rechtsverteidiger. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Heckloff. Wartet erstmal ab, vielleicht kann jetzt. Und 1-0 für Bayreuth. Hugo Novoa. Da kommt sie sich mal ewig durch und dann können sie mal durchkombinieren. Und dann ist es das 1-0, 44. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Der wäre nochmal sehr schön. Alles frei. Keine Mühe. So, Aufgabe Nummer. Der Schritt Nummer 1 ist gemacht in Richtung Berlin. Aber wie gesagt, es steht natürlich noch nicht fest. Es ist noch 45 Minuten zu spielen. Viertes Tor in diesem Pokal. Das ist zumindest mal... So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Oha, ein Foul von ihm. Dabei hat er schon gelb gesehen. So. Er wird jetzt runtergeben müssen. Es ist übrigens Morgalla und das ist schon wieder ein Foul. Und ich vermute, dass er mit der nächsten Partie, mit der nächsten Situation fliegen wird. Deswegen der Wechsel jetzt schon noch vor der Pause. Freistoß lässt aber die Karte stecken. Was für ein Glück für den Spieler. Jetzt muss er gehen. Ja, wird jetzt mit gelb-rot gefärbt gehen. Unaufhaltsam. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Nicht damit. Die erste so. Hälfte ist damit vorüber. So. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Er sucht die entscheidende Lücke. Lässt sich nicht beirren. So, weiter geht's. Hertha Paderborn in der Verlängerung 2-3 sogar durch. Also Paderborn gewinnt in Berlin. Wer Hertha wieder nicht ins Heimstadion. Union hat es ja schon geschafft. Aber wir wollen jetzt
Das ist jetzt letztlich egal. Wir wollen den zweiten Schritt nach Berlin machen. Und diesmal wollen wir das Ding gewinnen. Dazu müssen wir heute dieser wieder diese Führung über den zweiten Ritten oder ausbauen. Die Chance jetzt. Und vielleicht jetzt 2-0. Pedro Carvalho. Kurz vor und kurz nach der Pause die Tore. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich so, gut. So, Pedro macht erstmal den nächsten ganz, ganz wichtigen Schritt Richtung Finale, Richtung Halbfinale, Richtung Berlin. Da fehlt dann aber noch ein Schritt weiter vor. Aber das ist zumindest meine Aufgabe. Sterne. Guter Vorstoß jetzt. Ball kommt nicht durch, er macht zu. Oder läuft den Ball ab und Sterne holt zumindest die Ecke raus. Sie wechseln aus. So, Aufgabe. Sterne. Bringt die Ecke gut rein, das ist vielleicht sogar 3-0 an der Stelle. Nein, das tut er nicht. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. In der Dreh ist ohne Probleme. Ist ein Distanzschuss mit Ulrich. Tottenham Hotspur hat seinen Wunschtransfer also jetzt unter Dach und Fach gebracht. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten würden froh sein, dass es jetzt ja, kriegt dann hin. Ein Sterner. Einwurf Schalke. So, jetzt geht Sané rein, kommt Sané. Sie werden hier wechseln. Er holt sich vorne den Ball. Und dann ist es... Gibt das den Anschluss? Wilter! Jetzt ist er drin. Jetzt sind viel da. Zu einfach da. Dann haben Sie den Ausgleich. David, Wilter, 1-2. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Ja, jetzt hast du wieder diese Situation, dass du wieder einem Ball daherlaufen musst. Schiri, das kann man aber auch mal pfeifen. Gute Pässe jetzt. Ball an den langen Pfosten. 3-1, Sterne! Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das 65. ist eine überragende Szene. So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt und dann dieser Herr. 3 Tore gegen Pauli, 3 Tore. Prallt kurz auf und dann abgezogen. Gegen. Ja, die 6 Tore gegen Kiel. Jetzt wieder 3 Tore. Bleibt momentan bei uns, aber zumindest die Defensive, die stoppt ein bisschen zu viel. Steht es nun. Haben wir jetzt auch schon 5 Gegentore wieder aus 3 Spielen. Bisher kriegen wir es mit der Offensive hin. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ich glaube, ich nehme Peters gleich raus, weil dann kann ich nämlich die Gelb-Karte vielleicht löschen. Wer hätte denn im Finale? Wobei, wenn ich jetzt Gelb sehe, dann wäre er im Halbfinale. Da könnte man das Finale mit dem Spiel nicht planen. Eckloff. Da könnte was entstehen. Ja, boah. Und jetzt gehen sie hier wohl dem Sieg entgegen. Führung jetzt so. Also 3 Tore. Das war viel zu einfach, viel also, zu locker da durchmarschiert. Dann macht er das Ding. Ist ja kein... So, jetzt werde ich den Wechsel ziehen. Also 4-1 die Aufgabe. Soweit scheint es erstmal gelöst zu sein. So. Gut. Wechseln wir noch zweimal durch. Zwei Wechsel hätten wir damit noch. Den dritten Transferperiode. Nutzt er jetzt. Es kommen 2 frische Kräfte. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Ja, auch wenn es wie gesagt meinem Herzen kommt, so weh zu tun. Das war wichtig. Aber es ist halt so, ich spiele mit Bayreuth meine Karriere und will natürlich den. Viertelstündchen haben wir noch. Will natürlich den Titel egal gegen wen. Hat jetzt Anspielstation. Ja, gut. Jetzt die Flanke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Und Drewe ist, glaube ich, gibt es eine Ecke, ne? Und jetzt ja. Der Doppelwechsel. Ecke kommt rein. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig.
Aus dem Angriff wird also nichts. Cedric Brunner. Ball bei Cherki. Ja, Kleefisch, oder? Salazar. Da kommt der Schuss. Ja, toll gehalten. Jota. Belkota, schon. Sie führen die Ecke kurz aus. Na, Larsson, Jordan Larsson. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Flagge jetzt. Ja, fast. Wäre da noch eine Möglichkeit gewesen. Aber wie sind wir hier auf 5 zu stehen? Man steht zumindest im Halbfinale, man steht ziemlich souverän im Halbfinale. Und ja, die Aufgabe ist gelöst. Das ist alles andere jetzt unwichtig. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Freistoß für die Schalker. Freistoß, okay. Für eigentlich Freistoß. Es gibt tatsächlich doch noch mal die Welt 2-Wechsel. Wir hätten mal alle 5 weg. Und man steht wie gesagt im Halbfinale. Und der Dresden macht es kompromisslos. Und man steht im Halbfinale. Das ist natürlich eine Überraschung. Wer hätte das gedacht, dass die hier die nächste Runde erreichen? Ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Und so ist es im Fußball. Von diesen Geschichten lebt er. Und für die muss nach diesem Auftritt hier, wenn wir das zugrunde legen, was wir gesehen haben, noch lange. Der nächste Gegner ist dann 60 München zum Rückspiel, wo wir noch eine kleine Rechnung aufhaben. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, auf jeden Fall die Aufgabe gelöst. Souverän gelöst. Wir stehen in der nächsten Runde, wir stehen im Halbfinale. Und passt also. Wahrscheinlich da könnte der nächste Gegner der SC Paderborn sein. Und das Saarbrücken, Leverkusen, hier den Titelverteidiger, Hoffenheim, Dortmund, also Dortmund tatsächlich noch drin. Mal gucken, was wird am Ende. Leverkusen wäre schön, so eine Rechnung der Offensau, die dann quasi im Halbfinale rauszukicken. Den Titelverteidiger. Danke, dass Sie aber mal gucken, wir nehmen alles, was kommt und ändern können wir es sowieso nicht. So, Doppelpack von Devoir. Natürlich ein grandioser Auftritt. So. Ja, sehr zufrieden. Ja, wir stehen, wie gesagt, erneut in der nächsten Runde. Die Bayern wird es nicht dieses Jahr. Die haben wir im letzten Jahr rausgekickt mit 2-0. Heute 2. Ich guck mal nach, gehen wir mal. Oh, jetzt. Warte mal. Angebot für Borgala von Malmö. Brauche ich gar nicht zu horchen. Brauche ich nicht zu horchen. Möchte ich nicht abgeben. Auch wenn er heute gelb-rot gefährdet vom Platz gegangen ist. Muss ja nicht in dem Spiel sein. Also ist er halt einfach der. Ist er da hinten in der Bank. Ist er gut gemacht. Ist er gut. Also wir werden wahrscheinlich jetzt keine Spieler mehr verpflichten. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas Dramatisches.
Ja, sieht aber gut aus. Kaiserriesburg oder Lippert. Wir verhandeln. Wir haben ja einen Alternativen. Ich gucke euch eine Million, aber ich habe jetzt was rauskriege. 540 wollt ihr haben. Probieren wir mal eine Dreiviertelmillion, also 750.000. Gegenangebot 650. 680, komm, 100.000 drauf. Passt. Bisschen was rausgeholt an Geld. Wir haben ja eine Alternative verpflichtet, wir brauchen jetzt keine Spieler mehr holen. So, die Frage ist, wird er jetzt noch schnell den dafür. Oh, Novakovic wechselt für 26,8 Millionen nach Köln. Ne, ist nicht drin. Schade. Okay, mehr oder weniger schade. Wäre kein Problem. Gut. In der nächsten Folge geht es dann gegen die Löwen.